Kingi, Alter. Ja, du Wichser, wie kriegst du eigentlich dein Gold zusammen, sag mal? Brauerei. Jetzt mache ich auch Gold. Jetzt kann ich eigentlich wieder mit Gold produzieren, hier Münzen prägen Ich lassen. habe aber auch voll viele Brauereien und irgendwie. Boah, ich Idiot. Ich habe vergessen. Oh, Scheiße. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ich habe in der Taverne nicht aus Brauereizeugs Gold gemacht. Oh, belastend. Ja gut, selber schuld, wa? Was? Einfacher General ohne besondere Fähigkeiten. Aha. Alles klar, ich brauche Geistliche, damit mein Militär besser läuft. Okay. Ja, jetzt kriege ich auch wieder Gold, ey. Oh Mann. Tolle Wurst, ey. Aber es geht zum Glück jetzt relativ schnell mit dem Gold, ne? Ja, wenn du so aufgesammelt hast, dann ja. Es ist ein bisschen aufgesammelt gewesen. Neuer Soldat rekrutiert. Neuer Soldat rekrutiert. Weil dann kann ich auch endlich mal in dieses Gebiet gehen, wo ich. Oh, das wird schön gleich. Neuer Soldat rekrutiert. Das wird gleich schön. Ja. Oh, Kingi hat ja richtig Armee, ey. 12. So ein Faggot. Wie behindert. Hätte ich das mal gesehen, ne? Ja, Traurig. das wusste ich selber nicht. Ich kann an dein Gebäude nicht reinschauen. Ich mache ja dir keinen Vorwurf, um Himmels Willen. Nicht so, der King hat's mir wirklich erzählt. Kingi! Musketier. Wow, das andere Lagerhaus ist halt auch gleich voll mit Kohle. Alter. Wofür brauche ich nochmal Papier? Bücher und damit kannst du, glaube ich, in der Kirche Novizen ausbilden und so. Und die Novizen machen was? Schade. Forschen. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Dieser kleine Faggot-Lock, ne? Ja, da ich gerade eine neue Region habe, brauche ich jetzt ein bisschen mehr Zivilisten. Ja, sicher. Ich bin gleich auf dem Weg. 5, ich habe 6. Komm, ist egal, wir versuchen's. Getreidescheune. Getreidescheune. So. Beeft euch! Ich guck mal beim Kampf zu. Mach das. Ich hab halt den einen Vorteil, mein Musketier, ne? Der muss das regeln, sonst habe ich echt ein Problem. Aber sieht einigermaßen aus. Oh, okay, oder auch nicht. Ich glaube, ich sterbe. Nein, glaube ich nicht. Ich will auch zu Nee, gucken. doch nicht. Ja. Ich schaff das. Doch, der Musketier hat den Unterschied gemacht. Und Sehr. Schlacht gewonnen. ich muss einen Schluck trinken. Ach ja, jetzt muss ich erst warten, bis er das erobert hat, ne? Dann kann ich. Hervorragend. Ihr habt einen Siegpunkt errungen. Was? Uwe Wieso geht das? dran. Ja, keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur den Kampf da zu Ende Hast du gebracht. einen Soldaten ausgebildet? Die kosten auch Ja, Bevölkerung. stimmt, habe ich. Dann hast du Dem einen 70. Soldaten lag's. Lal. Lal. Wie kommt man eigentlich sonst noch an Prestige ran, außer dass man diese Gebäude da baut? Gegen einnehmen kriegst du, glaube ich, zwei, wenn also du eine Region einnimmst. Ach cool, dann bin ich ja gleich wieder so weit, dass ich Und bei einem Gebäude nochmal Prestige kriege. Gebäude?
Ach so, ja, okay. Ja, so ein Prestigegebäude halt. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Direkt wieder auf Werkzeuge. Ja, und du hast recht. Ich habe Prestige bekommen. 2 Tück. So, als allererstes kommt wieder so ein fucking Lagerhaus hier hin. Und dann. What the fuck machst du da hinter dem Grund? Ach so. Hört sich wirklich ein bisschen komisch an. Ja, Staubsauger. Ach so. Ach ja, dafür brauche ich ja mehr, ne? Ich brauche ja ein Erzbergwerk einerseits. Und diese Eisenschmelze, ne? You got it. Ja, macht ja nichts. Passt schon. Das fügt sich schön ein. Finde ich gut. So. Bam. Und who is back in the game, bitches? Ich kann wieder ein bisschen was machen hier, ey. Forschung begonnen, Viehzucht. Bist du das wieder? Ja. Ich check das immer nicht, wie er das mit diesen Forschungen macht, der Junge. Ich baue eine Kirche, bilde ein Novizenhaus und dann gehe ich die schicken. So. Achso, ich kann eine Kirche nicht machen, weil mir Prestige fehlt wahrscheinlich, ne? Aber ich gehe mal gerne auf Forschung. Und ja. Ist es eben. Mehr hat er nicht zu sagen, weil er ein Fängeblatt ist. So, Prestigestufe erreicht. Lagerhausausbau. Alter, wie viel Prestige hast du denn dann bitte, Kingi? Du musst es einmal nur erforschen, dieses zweite Hauptding. Das erste. Ah, Haupt- und Spezialgebäude, das in der Mitte, oder was? Ja. Ah, okay. Dann verstehe ich. So viel brauche ich doch nicht. Nee, weil dann habe ich ähnlich viel wie du. Das macht sogar Sinn. Wow, jetzt brauchen die halt erstmal eine Weile, bis die im neuen Gebiet angekommen sind und da gebaut haben, die Wichser, ne? Ah. Ist schon wieder alles voll mit Kohle. Einfach nur alles. So, das Lagerhaus wäre fertig. Ah, klasse. Bauen die gleich weiter. Das finde ich gut. Manchmal ist das ja so in einigen Spielen, dann gehen die erst wieder künstlich zurück und müssen wieder Scheiße holen und den ganzen Weg zweimal laufen. Oh ja. Aber er hier ist gerade clever und baut die Bauhütte zu Ende. Das kannst du auch ändern. Neben dem Stern rechts, diese Logistik, kannst du die Baureihenfolge ändern. Technologie erhalten. Aha. Stimmt. Ich sehe es. Nö, ist schon richtig so. Ich klick die ja auch so an, dass sie es richtig machen. Warum kommen da so dicke Jungs zu mir? Was ist das? Was? Wo dicke Jungs? Kommen so ein paar dicke Jungs zu mir. Sind das neue Bürger? Wo? Ja, bei mir in dem Posten, wo so, gerade mein General ist. Das sind meine. Meine Novizen. Was machen die? Die gehen forschen. Wie, die gehen forschen, ey? Abschlachten, die Schweine! Die dürfen bei jeder Region durch. Das sind, Abschlachten, die Schweine, hab ich gesagt! Kessel! Sie kennen mir doch egal. Eisenschmelz, was braucht die nochmal? Braucht die Eisenschmelze Kohle? Ja, ne? Boah, meine Stunde ist geschlagen. Ich werde endlich mal Kohle los. Gott sei Dank. Boah, Kingis Armee wächst und wächst halt, ne? Taverna. Wow, ich werde endlich in die Lage versetzt, Werkzeuge zu bauen. Nach wie lange spielen wir? Einer Stunde fast. Super, super arm. Habe ich jetzt zwei so Erzbergwerke? Du bist Geologe, mein Freund. Du immer, richtig. Arbeite, Sklave, immer. Zu jeder Zeit. Oh, sehr schön, das gefällt mir gerade. Ditte ist Dufte.
Da ist dann der Werkzeugmacher. Dann kann ich nicht gleich hier wieder die nächste bauen. Boah. Bauernhof da, Berghütte. Brain AFK, Alter. Ja, sicher! Wegen einem Pixel kriege ich das nicht hin, dass alles grün ist. Super. Echt klasse. Hier die normale Nahrung. Brot und Fisch. Ist egal, Alter. Nein, ist es nicht. Ich mach hier nämlich einen Erzer, ich meine bei mir. Und auch nochmal einen Erzer und der wird dann Geologe, so. Eisenschmelze. Wohnhaus. Oh toll, jetzt bräuchte ich hier eigentlich nochmal eine Jägerhütte. Beziehungsweise so eine Hütte, die halt. Es gibt nichts, was ich verarbeiten könnte. Was erzählst du schon wieder für eine Scheiße, mein Freund? Da kommt doch dein Holz. Also hol mal nicht rum. So. Ach, geht der jetzt richtig selber dahin und holt sich seine Materialien? Mhm. Richtiger Babbo, der Junge. Ja, geil. Nimmt doch gleich beides mit. Heftig. Ein krasser Hugo, der Junge. Forschung begonnen, Geologie. Ja, das heißt, man kann diese Forschung dann später willkürlich machen, oder was? Ja, aber die kannst du jetzt nicht wieder zurück erforschen. Einer Spieler kann die erforschen. Ja, toll. Das heißt, der Erste, der damit anfängt, hat gewonnen. Oder was? Ja. Toll! Danke für die Info, Kingi. Ihr merkt, was ich hier für einen Kontrahenten habe? Er tut alles, um zu gewinnen, diese kleine Fotze. Eine Fotze. Ich baue jetzt auch so eine Kirsche. Aber ich kann dich ja jetzt nicht mehr aufholen, oder was? Doch. Was gibt's noch? 1, 2, 3, 4 Technologien, die du noch als Anfangskirche bauen kannst. Mhm. Erforschen kannst du. Mhm. Ich kann diese Anfrage nicht bearbeiten, sagt er. Und die Güter fehlen ihm. So. Ich habe mich lange nicht mehr um meine Hauptstadt gekümmert oder halt diese Anfangsdings. Der Werkzeugmacher. Richtiger Babbo. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ja, bis meine Kirche fertig ist, hast du also alle 4 angefangen und hast dann gewonnen. Alle 6, nein. Wie nein? Na, wie soll ich dadurch gewinnen? Könntest dann auch, oder musst du deine Stadt auf Stufe 2, deine Kirche auf Stufe 2 ausbauen, dass du diese zweiten Gläubigen bauen kannst. Und dann kannst du diese dritten einnehmen von diesem Anfangsding. Mhm. Aber das dauert wieder schon lange, und da brauchst du wieder Materialien. Aha. Und in der Zwischenzeit könnte ich dich militärisch zerstören, ja. Wenn du nicht unbedingt 14 hättest und ich halt. Wie viel hab ich? 4. Lächerlichkeiten, Alter. Baut mal die scheiß Kirche, ihr Faggots! Junge. Tage später. Fängt der halt an mit dieser Kackhütte. So. Und so. Siehst du die nächste Forschung, die du beginnst? Bevor irgendein anderer halt eine Forschung hat, hast du halt 20 Forschungen gemacht. Der Typ, der unter Gegner KI geht, er aufs Militär. Er baut Kasernen. Ich baue alles auf einmal, aber geh auf Kirche. Also ich habe schon eine Händlergilde. Ich baue alles auf einmal. Was kann ich dann noch bauen? Nichts mehr, oder was?
Aber ich gehe nur auf hier, Wissenschaft. the fuck? Dich meistens auf eins konzentrieren. Okay, das heißt, du gehst auf Wissenschaft, er geht auf Militär, dann muss ich auf Kirche gehen, oder was? Ich bin Kirche. Also Kirche ist Wissenschaft. Du musst auf Handeln gehen. Ich muss auf Handeln gehen, toll. Oder kannst auch Militär, weil Militär kann eigentlich jeder. Nur Wissenschaft ist immer assi, wenn du als Zweiter anfängst. Aber durch diese Wissenschaft hast du dann ja einen enormen Boost oder einen Vorteil. Unterschiedlich. Ich muss erstmal das alles erforschen. Dauert noch länger. Aber ich habe einen Wirtschaftsboost. Toll. Aber Das Wichtigste in diesem Spiel. meistens. Kleine Vagina, der Junge. Hey, aber eine große Magina. Ja, ist auch das. So, alles, was ich irgendwie an Gold hinkriege, sich direkt umwandeln. Jetzt habe ich halt auch immer noch nur ein Werkzeugmacher, ne? Ist irgendwie immer noch nicht so geil viel. Ich noch einen zweiten machen, andererseits. Boah, Euer ich darf halt Widersacher einfach nur kann ab schnell sein. sofort eine neue Technologie nutzen. Da, das meine ich nämlich damit. Du fängst jetzt an, immer diese Siegpunkte zu kriegen für irgendwelche Technologiedinger. Und dann hast du gewonnen. So war das doch letztes Mal auch. Och, Martin. Das macht dir Spaß, du Fotze? Alter. Da hast du ja vorhin gelogen, du Penner, als ich gesagt habe, du machst jetzt diese Technologien und gewinnst durch diese Punkte. Ich kann nicht nur durch das gewinnen. Wie? Du kannst nicht nur das durch das gewinnen. Du kriegst für jede komische Technologie einen fucking Punkt. Nein. Und wenn du deine 7 fertig hast, hast du gewonnen. Ich krieg nicht durch jeden einen Punkt. Ich brauche immer diese Sterne. Ich krieg durch Forschen eigentlich, glaube ich, 2 oder 3 dieser Punkte. Musst du dir durchlesen, was du alles bringst. Ich hab's selber mir nicht durchgelesen. Feldmarschall. Du kriegst als nächstes Feldmarschall, weil du das auch schon gemacht hast. Dann kriegst du Generalismus wahrscheinlich. Triumph eurer Armee über 20 nicht neutrale Gegner. Da, Laboratorium hast du doch auch schon gemacht. Kriegst du dieses Laboratorium, dann kriegst du dieses Feldmarschall, kriegst du dieses Generalismus, dann hast du gewonnen. So, ich habe jetzt diese fucking Kirche und jetzt? Ja, jetzt muss man nur Novizen ausbilden. Dann baue ich mal Novizen aus, wa? Gut, so langsam habe ich, glaube ich, fast alles gebaut, was man so bauen kann. Händlergilde, Kaserne. Oh nein, einer der Warenlager ist voll. Interessiert mich fast gar nicht. Eins der Warenlager. Ich habe 8 volle Lager oder sowas. Ich habe nur noch 10 Stein. Dann lasse ich das mal lieber. So, wann ist dieser Novize fertig und was mache ich dann mit ihm? Ja, du musst erstmal 3 haben und dann gehst du auf diese Technologie und dann klickst du diesen Technologiebaum, was du erforschen willst. Ich brauche 3. Ja, für diese Anfangstechnologien. Da siehst du doch auch immer, was du brauchst. Ja, und wann ist der jetzt mal fertig gebaut? Ich habe jetzt auf 3 geklickt. Ja, du müsstest mir die Rohstoffe dahin bringen. Die Kirche. Ach so, ach so, ach so. Wie war das? 3 Essen oder Euer Gegner hat eine Technologie ein erforscht. Bier und 2 Da, die Essen? nächste Technologie hast du erforscht. Das ist doch dumm. Nee. Mal einen Mega-Slam. Oh, das wollte ich nicht. Die nächste Forschung begonnen. Du machst also nichts anderes als Novize und dann immer noch Forschung, 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 Forschung. Toll. Langweiliges Spiel, Alter. Das ist wirklich Aber ich so. muss jetzt meine Kirche ausbauen, um die nächsten Technologien freizuschalten. Also Und wie kann man die ausbauen? Mit Prestige wieder. Toll, das kriegst du, weil du jetzt halt gleich einfach 8
von diesen komischen Dingern erobern wirst. Ha. Ja, gut. Quest abgebrochen, Quest begonnen. Was ist das denn schon? Ja, weil irgendwann nicht funktioniert hat. Wie kann es sein, dass das nicht funktioniert? Weiß ich nicht. Er will es nicht machen, der Typ. Aha. So, so. Nächste. Wie viel von diesen Novizen hast du denn? 80? Nicht mehr, das waren meine letzten. Wie, das waren deine letzten? Ja, aber wie viel hattest du? 80? 90? 6. Ja, ich habe auch 6 irgendwie, steht da dran. Besteht aber jetzt? Nicht die Zahl. Ja, jetzt musst du erforschen. 7. Jetzt steht da 7. Wie geht das jetzt nochmal? Technologie und dann auswählen, was du erforschen willst. Wo ist Technologie? Wo steht das? Oh, unten, wo du vorhin geguckt hast. Ach da, ja. Und jetzt? Ja, ich kann ja nichts machen. Da, wo keine Zahl drunter steht von diesen Typen. Zum Beispiel kannst du 4 von denen holen und dann hättest du das jetzt erforschen können. Alter Martin, ich verstehe nicht, was du redest. Boah, du brauchst jetzt 4 Novizen, um diese Technologie von mir zu klauen. Zu einer neuen Technologie jetzt hast du erhalten. Eine Möglichkeit. Jetzt hast du noch 48 Sekunden Zeit, 4 Novizen zu holen, um diesen scheiß Förster Rider oder was das heißt, diese Fortwissenschaft zu erforschen. Aber da steht doch, ich hätte 7. Ja. Und warum kann ich mit diesen 7 das jetzt nicht machen? Nicht möglich, ihr habt nicht genug Geistliche. Obwohl da steht 7. Bei mir steht auch 7. Was ist das? Frag mich nicht. Ich hätte das Spiel auch lange nicht mehr gespielt. Ja, aber du kannst einfach jede Technologie bauen, während ich hier nichts bauen kann. Erforschen. Was ist das? Ja. Ja, pff. Jetzt ich dir nicht. Alter. Jetzt habe ich 8 von diesen Novizen. Und sie bringen mir 0. Jetzt steht da nur noch 5. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ich verstehe dieses Spiel nicht, Martin. Wieso nicht? Ja, weil ich hier nichts machen kann. Ich habe mir jetzt 8 von diesen schwulen Geistlichen gemacht. Das hat mich alles Rohstoffe gekostet. Und ich kann nichts mit denen machen. Da stand erst 8, jetzt sind es 5. Wo ist der Sinn dahinter? Ich glaube, das wird auf der ganzen Map angezeigt, wie viele es existieren. Aber es ist ja auch ohne Sinn. Hä? Ich verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo du das sehen kannst. Wenn du auf Technologie klicken kannst und oben steht, wie viele du Novizen hast. Oder? Ja, ich habe 2 Novizen. Warum habe ich denn nur 2? Wenn ich die ganze Zeit, jetzt habe ich 3. Also. Und vor allen Dingen, für alles, was jetzt noch da ist, brauche ich Novizen und Pater. Ja. Ja. Bruder. Gut zu wissen. Bruder. Deswegen meine ich ja, du hast halt damit angefangen gehabt, weil du wusstest, dass dieses Prinzip hier existiert und du hast jetzt alles gemacht, was man machen kann. Hattest du bei mir auch gemacht. Von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Was hast du jetzt unter Kontrolle gebracht? Handel, dass ich 3 Leder zu 6 Steinen machen kann. Das kannst du unten bei diesen bei Handelsrouten. Aber das hättest du mir ruhig sagen können, weil dann hätte ich keine Kirche bauen brauchen. Hab ich doch gesagt, geh auf Handel! Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, geh doch auf Handel! Vorhin. Ja. Bauen Handelsgiedel, ich werde eh nichts mehr machen. Ich wollte nur diesen Scheißstein herbekommen. Mehr werde ich auf Handel nicht gehen. Okay. Das verspreche ich dir sogar. Na toll, ey, deine Versprechen, ey. Da scheiß ich drauf, Junge. Okay, dann nicht, dann gehe ich auf Handel weiter. Na, mach doch, beende dieses Spiel bitte so schnell es geht. Nee, mach. Ich hab dafür keine Rohstoffe mehr. Sick at him. Gar nichts habe ich Rohstoffe mehr hier. So, wie geht's eigentlich unserem Computerspasti? Der macht fast gar nichts. Der macht gar nichts mehr. Hast du den auf super easy gemacht? Nein, eigentlich nicht. Lagerhaus voll. Ich hab überall volle Lagerhäuser. Ich glaube, wir mal so ein Werkzeug-Spasti da machen. Ah, dann bräuchte ich eigentlich nochmal eine Eisenschmelze. Ja, sorry. Kawaii. Schau, look auf.
Dot 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 dot. Buchbinder. Hatte ich nicht schon irgendwo Paper? Ich glaube, ich hatte schon irgendwo Paper. Kannst du meistens auch gucken, wenn du Ja, ich hatte kein Paper, aber jetzt habe ich ein Paper gebaut. So einfach ist das. Der einzige Siegpunkt, der mir noch verbleibt, ist für Peoples, ne? Mhm. Schlecht. Wird Marcineglock sowieso auch bald für sich holen. Wer weiß, wer weiß. Wie viel hast du denn mit? 80. Ich hab 86. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Wieso hast du wieso, das dann? Wieso? Ja, ich versteh's auch nicht. Jetzt habe ich 83. Würdest du 25 Personen bestehen und die gegen das eine Stärke übertrifft? Du hast 69, ich hab 63. Verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Das ist, mit diesen Zahlen ist das irgendwie so strange auch. Ja, egal, ich bin gerade wieder am Fighten, dann verliere ich gleich wieder ein paar, dann bist du vielleicht wieder Erster. Warum baut der den Friedhof jetzt mal nicht zu Ende hier? Ja, zerstört halt! Macht ihn kaputt! Ihr habt eine Schlacht gewonnen. Hamena! Warum wächst du eigentlich nicht? Willst du eine Armee aufbauen und dann einfach alle auf einmal zerstören, oder? Ich mach's gleich. Ich brauch gerade der tatsächlich nicht mehr. Was baust du gerade nicht? Ich brauch's gerade nicht. Anfrage nicht bearbeiten. Jetzt brauche ich wieder Gebäude. Wow, war der eine nicht Geologe? Ne, ich habe vergessen, ihn auf Geologe zu schalten. Scheiße. Ja, es fehlt Paper. Ich weiß, Paper produziere ich gerade, aber halt viel zu weit weg. Handelsnetztechnisch war das ziemlich dumm von mir, glaube ich. Unter eurer Kontrolle bringt ihr Frieden. Sehr gut. Ja, ich bringe jetzt Frieden, klar. Ich habe einfach nur Krieg gebracht, Alter. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. So, da ein Wohnhaus. Da ein fucking Steinmetz. Ich glaube, jetzt sind wir genau Nachbarn quasi. Ja. Wir haben noch einen links dazwischen. Ach ja, stimmt. Wow, der hat 80 davon, das ist hart. Jetzt habe ich mega viel Werkzeuge und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Was? Entsendet einen Novizen, um diesen Außenposten zu segnen und seinen Verteidiger durch geistlichen Beistand zu ermutigen, reduziert Schäden. Um 10%, aha. Toll. Super, super toll. Ach ja, kann ich hier auch machen. Toll, du kannst diese ganzen Dinger immer segnen. Ja, schön. Wow, ich weiß jetzt nicht, wohin mit den ganzen Werkzeugen auf einmal wieder, ne? Das sind entweder immer zu viel oder zu wenig. Ich hatte 7. Du? 14. Oh. Hm. Oh, der hat auch mal wieder was erobert, der Typ. Nice. Ein Holzproblem. Oh, geht so.
Ich habe ein Problem an Leuten, ey. Die kommen nicht schnell genug an die ganzen Sachen ran zum Bauen. Ewige Zeiten brauche ich, ey, weil ich diese doofe Händlergilde da bauen wollte. Aber die brauchen jetzt halt erstmal 30 Tage, bis das Ding da mal fertig gemacht wird. Boah, fangen die jetzt mal an? Ich brauche noch 10 Steine dahin zu schippern. Aber apropos, ich kann mal wieder so ein Prestige-Ding da bauen. Eins und eins. So, und jetzt Lagerhausausbau, Händlergildenausbau, Kirchenausbau. Ich muss ja eigentlich diesen scheiß Kirchenausbau machen, damit ich da zumindest noch ein bisschen was von dir klauen kann, Alter. Und Kinglock hat was erobert. Wie baue ich diese scheiße Kirche jetzt aus? Du musst erstmal das Prestige-Bauobjekt da erforschen. Ja, habe ich. Dann gehst du auf die Kirche und dann ist unten so ein Symbol ausbauen. Okay. Wow, teuer. 10, 10, 2. Aber das kriegen wir hin. So. Hausierer. Wählt mit Hilfe. Was macht der? Schließt ein einzelnes Geschäft ab. Mit wem und was für ein Geschäft? LOL. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Vor allen Dingen, ich merke gerade, das ist ja so ein Buchbinder. Ich müsste ja eigentlich so einen fucking anderen Dude da haben. Forschung über eine starke Mauer. Kingi hört halt einfach nicht auf, der Junge. So. Fangt jetzt mal an, Sachen zu bauen. Der ist Geologe, ne? Ja, der ist Geologe. Gut. Ach, Gebäude errichtet Steinmetz. Ja, klasse. Er fängt mal an zu bauen. Super Sache. So, eigentlich könnte ich da noch einen dritten Steinmetz hinbauen, ey. Bau so schnell du kannst. Ah, wir gehen bald wieder die Farmen aus, ey. So, so. Ich muss mehr auf Holz gehen, ich hab kein Holz mehr. Stück. Egal, brauchen wir mal. Pferdezucht. So, all meine schönen Steinmätzchens. Ja, ich hab doch Geologen, was willst denn du, ey? Ja, da ist ein Geologe. Schwul. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Mimi, euer Rival, mimi. Jetzt mit den Hausierern verstehe ich das wieder nicht, ne? Aber du kannst ja nur noch, ich weiß es gar nicht, kannst du das auch, diese Ballistik-Spionage erforschen? Und warte, Ernte? Alter, bei den Technologien? Was willst du von mir? Oder kannst du es nicht? Weiß es ja gar nicht. Spionage nicht verfügbar, weil ich dafür so einen mittleren Typen da brauche. Oder. Ja, also kannst du es doch erforschen. Nee, scheinbar nicht. Da steht. Bereits von euch erforschte Technologien angrenzen. Grenzt ja nichts an. Das heißt, ich habe jetzt wirklich final verloren. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist Fischzucht. Und Akkordarbeit. Und dann hört's auf. Also macht mir die schnell noch weg, dann habe ich ganz verloren. Ja, ich habe schon eine angefangen.
Gut. Aber nicht verloren, ja. Ja doch, ich kann dann ja keine Siegespunkte mehr generieren. Doch. Wie? Es gibt seine andere Möglichkeiten. Und handeln. Guck mal, jeder hat jetzt. Du hast zwei, ich hab zwei. Was ist jetzt das der Problem? Zwei wovon? Siegespunkte. Ja, noch, aber irgendwann wirst du ja durch deine ganzen Boost-Vorteile in der Lage sein, mir die wegzunehmen, weil du dann eine heftigere Armee hast, heftigere Mauern hast, heftigere sonst was hast. Es war also jetzt auch dumm, die Kirche auszubauen, ja? Verstehe ich das richtig? Ja. Kannst du es abbrechen? Klasse. Oder hast du schon fertig gebaut? Der laufende Ausbau wird abgebrochen. Da siehst du, jetzt hast du plötzlich Feldmarschall. Wer weiß wodurch. Durch irgendeine Sache, die du halt gelernt hast. Weiß ich gar nicht. Ich habe gerade sehr viel Ah, gemacht. jetzt habe ich es abgebrochen. Scheißegal. Dann kriegst du auch zurück die Mach mal, Rohstoffe. Kingi. Mach mal, Kingi, mach mal. Ja, aber Prestige habe ich jetzt halt falsch eingesetzt. Ach Quatsch, kriegst genug. Kannst ja Stein. Außerdem, ich hätte da schon noch was machen können, ne? Diese Akkordarbeit. Aber die kann ich gleich machen. Ja gut, dann machen wir. Ja, und dann sind mir alle Wege blockiert, da kann ich nichts mehr machen. Euer Widersacher kann ab sofort Das eine ist das neue harte Leben, ne? Technologie nutzen. Es ist kein hartes Leben, Kingdom. Ich spiele nie wieder im Leben irgendein Strategiespiel mit dir, weil du eine Fatze bist. Ist wirklich so. So, was kann der denn mal machen? Radmacherei. Boah, ich habe zwar super, super viel von diesen. Ah, wie heißt das? Kupfer. Aber ich habe halt wenig von diesen Schmelzen. Das ist gerade mein Problem. Da reicht, denke ich, nur eine Schmelze, glaube ich. Echt? Glaubst du, die kommt da hinterher? Hingehen. So, Werkzeug machen mal nur nach Bedarf. Ich habe mittlerweile 24 Werkzeuge. Ich habe 10. Ist ein bisschen übertrieben. Wohnhaus, Papiermühle. Ich kann entweder ein Lagerhaus bauen, glaube ich. Getreidescheunen. Armener. So, die siebte Bierbrauerei. Du gehst aber richtig ran. Na sicher, das Bier beste Getränk gibt. So, jetzt macht er die Akkordarbeit und hast halt einfach alles durch. Kann ich mich irgendwie mit dem anderen Typen verbünden, gegen dich zu kämpfen? Das war kein Witz. Weiß ich nicht. Er hat schon 12. Okay. Uiuiui. Ich habe aber Angst, dass er große schwierige Einheiten hat. Was heißt schwierige Einheiten? Naja, er kann Pferde, Kanoniere. Kannst in Okay. der Kaserne, muss aber die Kaserne ausbauen. Ja, was bringt mir jetzt nochmal diese Händlergilde? Ich habe so einen Hausierer gemacht und irgendwie. Pff. Hast jetzt so einen Typen, der dann so handeln kann, ja? Scheinbar, keine Also Ahnung. meinst du, hast so einen Hausierer? Dann Ja. kannst du bei Handelsrouten klicken und dann kannst du gucken, wie viel du brauchst. Ach ja, okay. Aber Aber wow, das heißt, ich kann mir jetzt noch einen zweiten Hausierer machen und dann kann ich 2 Gold gegen 4 Brot tauschen? Was hilft mir oder 4 das? Gold gegen 6, aber du kannst das Punkt, der Punkt, diese Fahne, wo ich bin, ich kann nur mit der Ja. Fahne mal weitergehen. Du kannst nicht alles erforschen, du musst immer mit der Fahne gehen. Also du hast immer. Aber das ist doch dumm. Ich will gar nicht 2 Gold gegen 4 Brot tauschen. Ja, musst du, Das will ich ja, nicht. musst du ja auch nicht machen. Du erforschst das nur, so gesagt. Du musst es nicht machen. Du brauchst nur diese zwei Typen, die das dann herauskriegen, diese Handelsroute. Mal sehen. Später, wie zum Beispiel 3 Fleisch gegen 5 Gold. Unten. Das ist doch viel geiler. Ja, mal sehen. Ich baue jetzt diesen zweiten Wichser. Handelsexpedition begonnen. Und wann ist die jetzt zu Das Ende? siehst du, wenn du auf Handelsroute gehst, dann gehen die so langsam. Siehst du eine Fahne dahin schweben? Euer 30 Gegner hat Jahre eine wahrscheinlich. Technologie erforscht. So, Kinglock hat jetzt einfach alles erforscht, was geht. Toll. Das haben die dumm gemacht in dem Spiel, finde ich.
Ja, sollten sie sowas wie Stipulation, dass jeder das machen könnte, ne? Ja, es ist halt so einfach unfair. Wenn jemand die Information am Anfang hat und ein anderer nicht, bisschen behindert. Welche Anfrage kann er denn nicht bearbeiten? Oh, keine Rohstoffe gefunden. Wer bist du denn? Ah, eine Jägerhütte. Da ist doch noch einer. Ja, egal, machen wir dich kaputt. Försterei. Ich muss gleich das mit erforschen, dass ich Lager ausbauen kann. Das nervt mich gerade richtig hart. Glaube ich dir Wir aber. haben jetzt alle Probleme, dass sie nichts lagern können. Arbeitsbereich nicht erreichbar? Wieso? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Wahrscheinlich wegen dem einen Weg kommt er da nicht so ganz hin, da wo er arbeitet. Blöd. Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Aha, neuer Handelsaußenposten steht mir zur Verfügung. Toll. Blöd ist halt nur, dass ich den niemals einsetzen werde. Ach, wo ist denn jetzt wieder? Da ist er. Ha. Der Weg muss jetzt so gemacht werden, na super. Sieht zwar jetzt hässlich aus, aber okay. Ja. Dann jetzt zum nächsten, oder was? Handelsroute. Prestige nicht verfügbar. Zwischenlager. Brauche ich vier von den Dudes? Alter Schwede. Ich brauche es auch gerade ein bisschen mehr von dem holen. Ach, wir haben 4 Stück. Go, go, go. Go, go, Gadget. Auch das, mein lieber Kinglock, auch das. Könnte es so dreist sein, dich mit meinen 20 Einheiten dich angreifen? Mach doch, das Spiel ist vorbei. Brauerei. Wow, hier sind nur noch 20 Steine, okay. Oh, dann müsste ich hier wieder Prestige-Fickdinger ohne Ende bauen können, oder nicht? Jo, ich habe 31, ah, alles klar. So, mein zweiter General ist da. Wie macht man denn einen zweiten Bei der General schon Taverne. wieder? Okay. Der ist eh nur gedacht. Der Sektor gehört gar nicht mehr. Neues Prestige-Ding. Könnt eine Kathedrale ausbauen, toll. Eine Quest wurde von eurem Feind erfüllt. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Oh. Du kannst eine neue Technologie nutzen. So, Händlergildenausbau, toll. 10, 10, 2, ja, mach mal. Ganz schön eng hier, es braucht ein neues Zuhause tatsächlich. Wow. Alter, wie schnell ist das denn gerade bitte gegangen? Halt keinen Platz mehr, um Häuser zu bauen, das ist mein Problem.